Leute, da sind wir auch schon wieder. Wir sind in der nächsten Runde. Kanbei hat es nicht geschafft, obwohl irgendwie was war mit von wegen Kanbei kann oder so. Kanbei der Könner hieß es, glaube ich. Ja, auf jeden Fall werden wir den jetzt hier ziemlich runter smashen. Bam, 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 bam. Dann wechselst du dort auch den? Genau, dort wechsle ich auch den Kampfpanzer aus, weil der würde nicht genug Schaden machen. Das heißt, den schicken wir zur Reparatur. Den stellen wir dorthin, feuern aber nicht. Aus Intelligenzgründen natürlich. Wir bauen mal wieder Jagdpanzer. Hier. Vielleicht wäre eine Artillerie dort auch nicht schlecht. Noch dahinter. Das ist auch eine gute Idee. Dort bauen wir auf jeden Fall mal ein bisschen Blödsinn mit dem. Wir hätten auch hier seine Artillerie langsam wegschießen können. Das können wir in der nächsten Runde mal machen. Tauschen hier auch ganz eben schnell mal aus. Gucken mal, wie viel Schaden wir machen würden. 10%? Nein. Weil er hat nächste Runde keine Gabe mehr. Den lassen wir hier stehen, genau. So, und dann sparen wir ein bisschen Geld, weil wir brauchen auch immer was für die Reparatur. Wenn wir nämlich für die Reparatur kein Geld mehr haben, dann wird nicht mehr repariert. Bloß gut, dass wir im Wald zwei Deckungen haben. Sonst hätten wir gar nicht so lange überleben können. Wenn er jetzt ein... Ach, okay, dann hast du ja immer noch eine Runde Zeit, ne? Genau. Da habe ich jetzt genug Zeit. Ich hau dort jetzt erstmal seine Artillerie weg. Da unten. Die eine. Jo, damit deine... Dann zieht wahrscheinlich die nächste Artillerie nach, aber... Ja gut, halt aber dann kann ich die wenigstens... Ruhe. Dann kann ich die in der nächsten Runde gleich unter Beschuss nehmen. Ja. So, je nachdem, was ihr dort reinzieht... Hast du vor, da was zu bauen unten links jetzt? Sonst würde ich sagen, zieh den Kampfpanzer rüber. Und die Infanterie eins nach oben. Das ist gut. Stimmt, die zum Heilen dorthin schicken. Genau, ich meine, er kann jetzt nicht angreifen mit seiner Artillerie. Du kannst ja danach wieder zurückstellen. Das ist richtig. Das ist ziemlich richtig. Günther. Das auch. Den ziehen wir erstmal dorthin. Dann bauen wir hier wirklich mal eine Artillerie. Und die stellen wir dann wahrscheinlich... Müssen wir mal gucken, wie weit reicht die Artillerie? Genau, dann könnte man die wahrscheinlich da hinstellen am sichersten erstmal. Ich hätte direkt in den Kampfpanzer Jagdpanzer gestellt, aber. Stimmt, dann hätten wir die Brücke gedeckt. Richtig, so. Dann kannst du in einem Zug deine beiden Jagdpanzer zerlegen. Genau. Wobei ich dazu am liebsten natürlich seine Kampfpanzer erstmal schwächen. Ach, jetzt kannst du es nicht mehr. Ja, aber er spielt nicht gerade sehr schlau jetzt, wo ich anfange schlau zu spielen, spielt er dumm. Das ist zum Beispiel mal gerade wieder. Er hat seine Tochter halt nicht dabei, ne? Er hat auch die Artillerie nicht hinterhergezogen. Ja, das der kann war... jetzt nur Obwohl, das ist vielleicht nicht so gut für dich. Wieso nicht? Weil er jetzt vermutlich ziemlich viel Schaden an deinem Jagdpanzer anrichten kann. An welchem? An den Achter. Er kann mit der Artillerie drauf feuern. Und er kann mit dem Kampfpanzer angreifen. Obwohl er nur noch drei hat. Bam, zwei. Hat sich das jetzt gelohnt? Ja, das hat sich Tatsache gelohnt, glaub mir. Ich werde die jetzt nämlich zur Deckung, weil wenn er den aus irgendwelchen Gründen wegkriegt, werde ich die zur Deckung des Raketenwerfers hinstellen. Hier haue ich das rein. Da haue ich ihm den mal kaputt, weil die Kampfpanzer sind auf Dauer doch etwas nerviger als voll Jagdpanzer. Okay, jetzt nicht mehr. Zumindest der einen nicht mehr. So, hier sind wir jetzt ein wenig mutig und wagen uns ein Feld auf die Brücke vor. Na, ob das keine schlechte Idee war. Okay, ist ja auch egal, wenn du verlierst, ist ja egal. Denn genau. Der steht da trotzdem. Also, ich meine, das war eine schlechte Idee, merke ich jetzt gerade. Nee, doch nicht. Okay, geht. So. Du hast sowieso den ganzen Tag nichts zu tun, du läufst mal darüber. Schade ist es, dass die hier nicht rüberkommen, außer über die Brücke. Ich habe noch. Ist ja kein Fluss, ist halt Meer. Geld. Das lasse ich erstmal.
Gucken, wie viel Schaden er mir machen wird. Oh. Zu viel. Aber seine Kampfpanzer sind ziemlich angeschlagen. Du kannst mit den anderen Jagdpanzern von oben hinterher ziehen. Ja. Er hat sie geeint. Respekt. Mhm. Aber du kannst mit dem Raketenwerfer halt voll draufhauen, oder? Auf den Sigma. Bam. Somit hat ihm das wirklich nichts gebracht jetzt, ne? Doch, es hat ihm Schaden gebracht. Achso, ich dachte, du hast den Kampfpanzer zerlegt. Nö. Ich habe die Artillerie erstmal zerpflückt. Gut, ich weiß nicht, im Kampfpanzer würde ich nicht viel tun können, ne? Da oben mache ich mir jetzt erstmal keine Sorgen mehr. Bam. Bau einen Mittelwerfer. Genau, das wäre das Dümmste, was ich jetzt tun könnte. So, wie weit komme ich denn mit meiner Artillerie? Da kann ich den da zerlegen, okay? Ich überlege gerade, ob ich... Nee, eigentlich ist es nicht schlau. Den Dreier zerhaut er dir jetzt so. Aber du kannst zumindest einen Zug von ihm abfangen dadurch. Oder du ziehst ihn zurück. Genau. Zurück, dann können sie nicht zerstört werden. Dann können sie nämlich nur mit einem angreifen. Kannst du den Neuner vielleicht woanders hinstellen, dann kannst du direkt reparieren lassen. Ja, dann verliere ich zwar ein bisschen an Reichweite, das ist aber nicht so schlimm. Jetzt kann die Artillerie nämlich auch nicht mehr angreifen. Und das wäre nämlich gefährlich gewesen jetzt, wenn er jetzt mit seiner Artillerie auch noch hätte kommen können. So wie da. Das dürfte wehtun. Yep. Etwas. Aber du solltest es überleben, oder? Obwohl zwei Kampfpanzer gegen vier Jagdpanzer. Oh, wird knapp. Niemals. Du hast keine Deckung mehr. Hä? Ist er weggefahren? Er ist weggefahren, na klar. Okay. Das war klar, dass er versucht die jetzt da unten hinzustellen, um sie zu reparieren. Bei Kampfpanzern eigentlich üblich, dass wenn er nur noch zwei hat, versucht zu reparieren. Da ich jetzt aber sechs habe, werde ich auf jeden Fall versuchen, seine zwei dort zu zerstören. Wird nicht viel helfen, aber naja, trotzdem einfach draufballern. Ich habe gerade total die Dia-Show. Naja, das ist... Vielleicht greift er ja nächsten Runde an. Vielleicht ist er dämlich. So. Truppen ins Hinterland verlegen. Sehr schön. Kannst du den Kampfpanzer ausschalten? Na, aber sicher, Dad. Dann wird er wahrscheinlich angreifen. Wenn ich einen Kampfpanzer besiegen kann, dann lasse ich doch nicht mit mir reden. 43, 53. Ach, wir hauen den da kaputt. Dann eint er vielleicht wieder. Hat er eine Runde verschenkt? Nee, er eint nicht, weil er hat nur einen angeditschten. Ja, er hat doch. Achso, du hast den vorderen angegriffen. Ich dachte, du hast den hinteren angegriffen. Ist gerade bei mir sehr schlecht zu sehen. Ja, ist egal. So. Kann man mit seinen 104.000 Moneys? Mit dem man nichts machen kann. Danke dir. Witzig. Ist er nicht niedlich? Muss seine Artillerie wegziehen, oder? Ja, das ist aber kein Problem. Ich hau erstmal ziehe ich seine Artillerie weg. Komplett? Naja, aber natürlich komplett. Ich habe zwei Raketenwerfer drauf geballert. Aber die verteidigst du jetzt nicht noch, oder? Kannst ja nicht. Doch, könntest du, wenn du sie wegziehst. Dann kannst du nicht, weil du gerade geschossen hast. Ja. Schlau, ne? Ja, aber ganz ehrlich. Ich brauche ein bisschen noch. Wovor? Ganz ehrlich, was soll er jetzt groß machen? Wovor soll ich die verteidigen? Vor vier Infanterieeinheiten. Und ein dritter Raketenwerfer dorthin geschickt.
Und die Basker-Einheit, die hier noch nicht Basker heißt. Und das Kampfpanzer. Da sollte sein Kampfpanzer auch weg sein. Genau. Die Andy sich freut. Und jetzt sollte es nicht mehr allzu schlimm werden. Pass auf, jetzt holt er seinen Titanpanzer raus und macht dich fertig. Ja, dann hat er aber gecheatet. So, 64 auf den. 54, 64, 90 und dann den Schaden auch noch den anderen da. Halt so. Ja, das sollte jetzt alles nicht so die Probleme geben. Das Problem wird eher jetzt noch die Einheit da unten zu erreichen. Ob ich die in dem Zug noch erreichen könnte, ich weiß es gar nicht. Meinst du die Jagdpanzer, die drei? Ja. Ach, den Jagd sieht doch nachkommen. In dem nächsten Zug. Ha, verstehst du wegen Jagdpanzer? Nein. Kommst sowieso nicht ran. Genau, das war halt meine Frage. Bam. Ich komm doch ran. Wunderbar. War's das? Oder war's letzte Einheit, oder? Das ist mir ein Rätsel. Wie brenzlig die Situation auch sein mag, kann bei Truppen verlieren nicht. Rückzug! Es begeht ja gleich Sudoku. Was? Was? Hat eine Weile gedauert. Ich dachte erst so, was kann bei der Könner? Apropos Sudoku. Ich habe im Let's Play machen. Nee, das nicht. Das wäre auch sehr witzig. Ich habe in meinem Bullying-Seminar habe ich ein sehr schönes Wort kennengelernt. Also ich wusste gar nicht, dass es dieses Wort gibt. Und zwar, wenn jemand Suizid begeht, dann suizidiert der sich. Und ich dachte, mir so, suizidiert. Das klingt irgendwie, weiß ich nicht, komisch. Es klingt nicht so dramatisch, wie es klingen sollte. Bestehende Daten überschreiben? Nein. Ja, und ich weiß, Leute, dieses kleine Spielstand gespeichert ist bei euch zu sehen, aber das ist mir jetzt egal. Sie sind ziemlich gut, nicht wahr? Nicht die hohe Zahl ihrer Basen, sondern ihre Standhaftigkeit hat ihnen den Sieg gebracht, Vater. Aber Sonja! Du sollst mich so nennen, Vater. Hör auf zu jammern. Um Himmels Willen, du bist der Kommandant von Yellow Comet. Ja, du hast recht. Das bin ich. Was soll ich tun? Nun, zunächst hast du hier ein Messer und dann gehst du mal da hinten in den Raum. Ich schlag dir nach in den zunächst müssen wir die gleiche Anzahl an Basen errichten wie sie. Natürlich, Kanbei muss auch Basen besitzen. Ja, aber wir müssen auch. Es ist entschieden. Kanbei wird die Basen in der Nähe des Gegners sichern. Vater? Oh nein, schon wieder weg. Versteht er denn nicht, dass die Position der Basen genauso wichtig ist wie ihre Zahl? Ach, wow, ich hab echt ein schweres Leben. Ich feier Kanbei so sehr. Vor allen Dingen dann im zweiten Teil. Nö. Aber erstmal müssen wir natürlich, weil wir sind Orange Star. Noch keiner weiß das und warum, aber wir sind natürlich böse. Ja, vielleicht. Wir versuchen die Weltherrschaft eigentlich umzureißen, so wie es aussieht, ne? Genau, und vielleicht finden wir auch noch raus, warum wir denn böse sind. Weil Nell scheint eigentlich ganz nett zu sein, aber. Meine Truppen haben noch nicht verloren. Ach, wir hauen mal mit Andy rein. Ja. Kann bei irren. Ich finde es so schön, dass Kanbei ganz viele Können-Witze machen. Kanbei hat uns umzingelt. Außerdem müssen wir Bauten einnehmen, um zu. Oh nein. Oh nein. Ja, die labern da. Ihr könnt euch das gerne durchlesen, Leute. Ich lese es nicht vor. Ich bin gerade verzweifelt ob der Mission. Okay, alles Roger in Kambodscha. Das ist cool, aber das ist nicht eine von Kanbeis Basen da drüben? Ja.
Schön. Genau, ignoriere sie. Das ist leichter gesagt als getan. Kann, weil der Profi hat natürlich wieder sein komplettes strategisches Wissen hier aufgebracht, um seine Basen ordnungsgemäß zu platzieren, mitten auf einer Insel, wo sie nichts ausrichten können, außer er baut Raketenwerfer. Ja, er hat diese eine Basis und solange wir ihm diese Basis dort nicht geben, was wir jetzt gleich mal verhindern werden, ist es alles auch gar nicht so schlimm. So, erstmal werden wir seinen Bomber ein wenig bombardieren. Ja. Ich hätte den Jäger auf den Flughafen gestellt, dass er nicht rankommt. Aber womit soll er rankommen? Er hat keine Transporthelis, oder? Doch, aber da hinten einen. Ja. Und da hinten noch einen. Moment, hat er wirklich nur diese eine Basis da? Er hat nur diese eine Basis da, nur dort kann er Truppen bauen. Das heißt, außer Raketen... Außer Raketenwerfer. Der Missile-Launcher, war da nicht auch eine Basis oder war das ein Gebäude? Ich hab's gerade nicht gesehen. Das ist ein ganz normales Stadtgebäude. Das ist ein ganz normales Gebäude. Genau. Kann bei. Ach Please. So. Kann bei Pliz heißt das. Hey, stell dich doch auf die Stadt, damit du mehr Deckung kriegst. Ich hätte ihn auf seine. Auf das, das hier hinstellen sollen. Also, Flugzeuge bekommen erstmal keine Deckung, aber ich hätte es trotzdem hier hinstellen sollen. Damit er nichts bauen kann. Damit er nichts bauen kann, genau. Das nach dem Motto, oh, da ist ein Helikopter irgendwo über unseren Köpfen. Wir können nichts bauen, tut mir leid, wir streiken. So, ihr seht ja, wir haben nicht wirklich viele Möglichkeiten. Wir müssen auf jeden Fall sparen und unseren zweiten T-Heli bauen. Weil wir brauchen Basen. Und dann müssen wir versuchen, auch Kanbais Fußsoldaten zu töten. Wenn wir es schaffen, seine Fußsoldaten zu töten, dann... Oh, ho, 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 ho. Seht nur, was ich gefunden habe. Eine Basis für Kanbais Truppen. Ich werde massenweise Truppen aufstellen. Oh. Du hast es übrigens versaut. Du hast noch eine Infanterieeinheit gehabt, mit der du auf deiner Insel Gebäude einnehmen hättest können. Was? Auf meiner Insel sind noch Gebäude, die ich nicht eingenommen habe? Ach, verdammt. Und das war's mit meinen Helikoptern. Die waren nicht gut Weißt du erzählst selbst vom Sparen, dass du Geld brauchst, dann sowas. Nein. Das war, ja, das war nicht schlau. Nein, das war nicht schlau. Ich fühl mich, als ob ich hier immer mehr Backseat gamen würde, wenn ich dir zuschaue. Das Problem ist, du gibst mir aber keine ordentlichen Hinweise. Na doch. Nein, du gibst mir die Hinweise zu spät. Also keine ordentlichen. Ja, weil ich nicht ins Wort fallen möchte. Fall mir ins Wort. Okay. Kümmer dich um seinen Jäger. Sag's mir, nachdem ich den Bomber angegriffen hab. Hahaha. Ich wäre an seinen Jäger gar nicht rangekommen. Jetzt wärst du sowieso nicht reingekommen. Den zweiten Flughafen haben. Oh ja, du hast recht. Richtig, und wollte ich jetzt wirklich Jäger bauen erstmal. Kannst du nicht. Kann ich nicht bauen, kann ich mir nicht leisten. Ich hoffe ja, dass seine mal hierher kommen. Was du dir jetzt Angst Sorgen machen sollst, ist, dass er mit dem Heli auf deiner Infanterie geht. Das wird er machen, ist aber in Ordnung. Was ich mir Angst machen sollte, ist, dass er zu viele Gebäude einnimmt. Warum? Weil hier gewinnst du mit Anzahl der eingenommenen Gebäude. Hä? Jeder von uns muss, ich glaube, 15 Gebäude einnehmen. Es gibt insgesamt 31 Gebäude. Du okay. Du siehst, wo das hinführt. Gott, ist das Stress. Hat der gerade tatsächlich ein TTP gebaut auf der Insel? Nein. ja, doch. Hat er. Oh, das tut ja weh. Oh, wahrscheinlich wird uns der TTP wahrscheinlich total zerlegen gleich. Kannst du mit der Flak fahren und danach schießen? Ja, natürlich. Mit der Flak ja, mit der Missile nicht. Deswegen werde ich das auch machen. Solange du Jäger lassen kannst, du nichts anderes bauen außer Selbstjäger. Ist halt scheiße. Naja, die Jäger waren aber... Ich habe dort den T-Heli nur deswegen gebaut und ich werde noch einen bauen, um ihn hier zu halten, weißt du? Das ist keine Geldverschwendung. Er kann mich jetzt nicht zerstören. Und mit meinst du nicht? Die Jäger sind ziemlich stark gegen andere Flugeinheiten. Aber 5 gegen 10 TTP, gegen 10 T-Heli. Die Transporthelis halten, können nichts. Ich weiß nicht, wie viel sie aushalten.
Wir werden sehen, wir werden sehen. Verdammt, ich muss, hier, ich muss hier oben irgendwo eine Stadt einnehmen, sonst bin ich geliefert. Er muss noch, guck mal, er muss noch 7 Städte einnehmen. Was und er hat hier unten noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 frei. Okay, das ist Moralmobil. Jetzt kann er weiterlaufen, richtig? So. Das heißt, du müsstest eigentlich Heli bauen, um seine Infanterie zu zerlegen. Nee, ich brauch ja entweder das oder ich brauch T-Helis, um meine Truppen dahin zu bekommen. Okay, der steht dort super. Der K-Heli. Kannst du mit deinem. Wär's vielleicht schlau, mit deinem Jäger rüber zu fliegen und die. Ja, ja, mach ich auch. Aber das machen wir in der nächsten Folge, Leute. Wir sehen uns dann wieder. Bis dahin und tschüss. Tschüss.